Heute testen wir das Appartamenti Balticum Regina Maris. Und wenn ihr das Apartmenthaus mal näher sehen möchtet, das Hotel, es befindet sich direkt in der zweiten Reihe zum Strand, also in der zweiten Querstraße, dann bleibt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal zu Schwinsens auf der Suche nach dem Glück. Heute geht es um das Baltic Home Appartamenti Regina Maris, ein Apartmenthaus, was ihr im Hintergrund sehen könnt. Und wir werden nun mal hineingehen, werden es testen. Es befindet sich in der Nähe vom Meer. Wir haben das Apartment 74 ganz oben im obersten Stockwerk. Mal sehen, welchen Blick das wir haben und vor allem auf welche Seite hinaus. Aber lasst uns reingehen, lasst uns das Apartment checken und mal antesten. Kommt mit. So, im vierten Stock angekommen, zeige ich euch mal den Flurbereich. Das ist hier alles mit Auslegware ausgestattet. Ich weiß gar nicht, warum hier eine Jalousie ist. Aha, hier ist die Elektronik dahinter. Ja, und dann hier ist auf der rechten Seite schon unser Zimmer, Appartement 74. Und wir gehen mal hinein. Ja, es ist kein großes Apartment. Es ist ein kleines, gemütliches Apartment. Zwei Stühle, ein Sitztisch. Eine kleine Kommode mit einem etwas älteren Fernsehgerät darauf. Ihr habt einen Wi-Fi-Router für WLAN. Ihr habt einen SAT-Anschluss, also einen SAT-Receiver. Ja, dann gegenüber das Bett, ein Nachttisch, die Handtücher für zwei Personen, zwei Kissen, eine durchgängige Matratze. Also ich würde sagen, ein Bett in einer Breite von 1,60 Meter optimal. Dann eine kleine Küchenzeile. Ja, was ist drin? Es sind Teller enthalten, Arkopal, große Teller, kleine Teller, Suppenteller. Hier in der Mitte befindet sich ein Toaster. Darunter befindet sich eine Abzugshaube mit einem, zwei Plattenkocher. Das scheint Induktion zu sein. Dann haben wir ein Wasserkocher, eine Kaffeemaschine, Geschirrspülmittel, ein Spülbecken. Jetzt schauen wir hier mal noch hinein. Aha, hier sind Tassen und Gläser, Weingläser, normale Gläser und Tassen. Unter dem Spülbecken befindet sich der Mülleimer. In der Mitte haben wir eine Besteckschublade, auch nicht besonders ausgestattet. Töpfe, ein paar Küchenhelfer, ein paar Bretter und hier unten noch weitere Töpfe und auf der linken Seite befindet sich der Kühlschrank mit einem Gefrierfach. Ja, nicht besonders ausgestattet, aber vollkommen ausreichend, diese kleine Küchenzeile. Im Eingangsbereich haben wir noch einen recht großen Schrank. Hier sind keine Griffe enthalten, aber er geht auch so auf. Wir sehen, wir haben hier oben eine große Kleiderstange, ja leider nur mit drei Bügeln, ist ein bisschen wenig. Und hier unten noch ein paar Schubladen, um seine Kleidung darin zu verstauen zu können. Hier hinten haben wir einen Heizkörper, über dem Bett hängt noch ein Bild, eine Deckenlampe. Und das Schöne ist, wir haben einen Balkon, einen recht großen Balkon hier mit zwei Stühlen, Tischchen. Direkt da hinten befindet sich der Park und auf der anderen Seite befindet sich das Meer. Wir sind hier allerdings in der zweiten Reihe. Ihr seht, es ist hier fast alles neu gebaut und hinter diesem großen Block, den ihr sehen könnt, ich glaube, das ist das Radisson Blue oder das Hilton, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, das ist das Radisson Blue und direkt dahinter befindet sich das Meer. Wir können hier nicht wirklich durchlinsen, um das Meer zu sehen, aber vielleicht hört ihr es. Das Meeresrauschen. Ja, das erstmal ein kurzer Durchgang durch das Zimmer. Es ist mit Parkettlaminat. Das müsste Laminat sein. Nee, das könnte sogar echtes Parkett sein, mit echtem Parkettboden ausgestattet. So, und dann kommen wir mal noch zum Bad. Ja, das ist auch nicht besonders groß, aber eigentlich ausreichend. Ihr habt eine Toilette
Ihr seht, sie ist versiegelt, besonders gereinigt. Ihr habt Toilettenreiniger, ihr habt eine Toilettenbürste. Was hier fehlt, ist der Handtuchhalter, sehe ich. Dafür sind hier ein paar Haken, ein Handtuchtrockner. Hier befindet sich eine Steckdose. Ersatztoilettenpapierrollen. Ja, hier drüben ist leider keine Steckdose am Waschbecken. Also wer eine Munddusche mit hat, hat ein kleines Problem. Moment, nein. Da hinten ist eine Steckdose direkt neben dem Föhn. Es hängt ja darüber ein Bild von mir, wie immer. Ihr habt das Waschbecken schön designt. Ihr habt hier unten drunter noch einen kleinen Schrank. Ihr habt eine recht große Dusche, wo man auch zu zweit darin Platz hat. Und jetzt schauen wir uns mal die Brause an. Das haben wir im letzten Video gelernt, aber diese ist vollkommen in Ordnung. Also wir haben zwar keinen Schauer hier oben an der Decke, aber wir haben eine Brause, die wirklich gut funktioniert und eine Dusche, die ausreichend groß ist. Ja, ein kleines, gemütliches Apartment. Es kostet derzeit, ja, wir haben es jetzt für 2 Nächte angemietet, 364 Zloty. Das sind ungefähr 75 Euro für 2 Nächte. Finde ich einen sehr guten Preis. Ja, natürlich zeige ich euch noch weiteres vom Haus und ihr werdet natürlich wie immer am Ende des Videos ein Resümee des Apartments Balticum Regina Mera von mir erhalten. Mein Fazit zum Baltic Spa, den Ferienwohnungen. Ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wer nicht viel Geld ausgeben möchte, wer für 35 Euro am Tag hier wohnen möchte. Die Ferienwohnung ist ausgestattet für 2 Personen. Also wenn ihr zu zweit hier wohnt, seid ihr gerade mal bei 17,50 Euro bis 20 Euro. Ihr habt eine Küche, welche nicht überragend ausgestattet ist, aber es ist alles da, was benötigt wird. Von Kühlschrank über Herd, Abzugshaube, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Spülbecken. Das Bad ist auch ausreichend in der Größe. Das Zimmer ist toll ausgestattet. Ihr habt einen Flachbildfernseher. Ihr habt super WLAN, denn ihr habt einen eigenen WLAN-Router im Zimmer. Ihr habt einen großen Balkon mit 2 Stühlen und Tisch. Die Möbel sind auch akzeptabel, also der Ferienwohnung würde ich auf jeden Fall eine 9 von 10 Punkten geben. Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut. Ihr habt keinen Luxus hier, klar, aber für diesen Preis eigentlich unschlagbar und ist auf jeden Fall besser als alles andere, was ich bis jetzt in Swinemünde getestet habe. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer abgesehen. Ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt oder auch schon mal hier wart im Baltic Spa Regina, ich weiß gar nicht, wie es jetzt genau heißt, dann schreibt es mal unten in den Kommentaren. Lasst ein Abo da, drückt auf die Abo-Glocke und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Hoteltest. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Da ist bestimmt das eine oder andere Interessante für dich dabei. Ciao und bis bald.